Hi, mein Name ist Master Jam und das hier ist die 275. und vorerst letzte Ausgabe von Lustige Witze. Ja, ich höre erstmal auf mit Lustige Witze, dem Hassalphabet und generell diesem YouTube-Kanal. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wie einige vielleicht wissen, ich arbeite selbstständig als Mediengestalter. Und diese Selbstständigkeit hat sich im Verlauf der letzten 2 Jahre überaus positiv entwickelt. Das war vor 10 Jahren schon mein großer Traum und ich hätte niemals gedacht, dass sich das mal so positiv entwickeln könnte. Diesen YouTube-Kanal habe ich immer so nebenbei gemacht. Also wenn ich mal 1, 2 oder 3 Tage in der Woche keinen Auftrag bearbeiten musste und nichts zu tun hatte. Damit hat das auch sehr gut funktioniert. Nur diese freie Zeit habe ich aktuell nicht mehr. Und das habe ich unter anderem daran gemerkt, dass ich in diesem Jahr an noch keinem einzigen Feiertag wirklich frei hatte. Und wenn man dann schon nach 8, 9 Stunden vorm Schnittprogramm weiß, ich muss heute Abend aber noch ein Drehbuch für ein Hassalphabet schreiben oder einem Sonntagabends auf der Couch einfällt, ach ja, ich muss ja noch am Rechner, um ein Thumbnail zu bauen, das ist halt einfach unglaublich belastend. Ich merke, dass ich aktuell überhaupt nicht zur Ruhe komme und die Leute, für und mit denen ich arbeite, geben eine unglaubliche Menge Geld für mich aus und ich verdiene, dafür haben sie auch meine Leistung zu 100% verdient. Daher war mir schon immer klar, dass YouTube das erste ist, was wegbrechen muss, wenn es zu diesem Moment kommt. Der zweite Punkt läuft ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten. Beruflich läuft es zwar unglaublich gut, es ist wunderschön, was ich gerade mache und mit wem ich arbeite und es baut mich gerade unglaublich auf. Aber 2020 ist für mich persönlich, abgesehen von der Arbeit, leider eine absolute Katastrophe. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht vollkommen fertig mit der Welt oder sowas, mir geht's im Grundlegenden noch gut. Ich merke aber gerade selber, dass ich meine freie Zeit trotzdem für mich brauche, um zu überlegen, was will ich und was mache ich als nächstes. Ich verspreche euch auch, es ist kein Abschied für immer, denn es wird wieder bessere und ruhigere Zeiten geben. Und wenn ich wiederkomme, dann mit einem Knall. Denn ich habe immer noch ein Musikvideo auf Lager, das ich dank Corona nicht drehen konnte. Wahrscheinlich nächste Woche oder so wird es auch noch ein letztes Video geben, denn wir haben uns etwas überlegt, stellvertretend für die Festivalsaison 2020. Da haben wir noch einen kleinen Überraschungsclip für euch. Wichtig noch zu sagen, ich werde in den nächsten Monaten keine Videos mehr hochladen. Das bedeutet, wenn ich wieder Videos hochlade, wird der YouTube-Algorithmus sagen, nope, du warst faul, du bist irrelevant, wir zeigen deinen Abonnenten deine Videos nicht mehr an. Deswegen, wer up to date sein möchte, folgt mir entweder auf Twitter oder Instagram oder muss jetzt die Glocke auf diesem Kanal aktivieren, damit es halt mitbekommt, wenn ich wieder da bin. Ich bedanke mich, passt auf euch auf und viel Spaß mit der vorerst letzten Folge von Lustige Witze. Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich würde mich gerne mit dir treffen, aber ich weiß nicht, ob ich die 1,5 Meter Mindestabstand zu dir halten kann. Wie nah willst du denn kommen? Minus 18 Zentimeter? Eine Ehe ist wie ein Workshop. Er worked, sie shoppt. Mein Rechner ist so langsam, sogar der Ladebalken hat einen Ladebalken. Benutzt ihr beim Kochen eigentlich auch einen Rauchmelder als Timer? Ich bin sowas von erwachsen, ich kann tun und lassen, was meine Freundin will. Im Haushalt schwanke ich aktuell zwischen Saugenichts und Nichtsputz. Jesus hat garantiert Drogen genommen. Warum sonst sollte man ihn den Highland nennen? Geschäftsidee für Reaction-Videos. Lass den Bachelor doch mal von den Ex-Freundinnen kommentieren. Kommt ein Kind zu seiner Mutter und sagt, Mama, ich habe eine 6 in Mathe und bleibe sitzen. Darauf die Mutter, macht nix, hast eh Krebs. Ich will ja nichts sagen, aber wer sich für 2020 einen Terminplaner gekauft hat, der sollte sein Geld zurückverlangen. Oh Mann, 10 Kilo zugenommen. Wird Zeit, dass ich endlich wieder Sport gucken kann. So, jetzt muss ich aber wirklich mal raus aus dem Bett, sonst komme ich noch zu spät zur Couch. 3-mal geschlafen, 6-mal gegessen und es ist immer noch heute. Warum sagt man zu Rotkohl eigentlich Blaukraut? Das Zeug ist violett, verdammt. Stell dir mal vor, du bist ein Idiot und merkst es nicht, weil du ein Idiot bist. Ich atme ein, ich raste aus. Kann mir einer erklären, was der Unterschied zwischen Schuleröffnung und Corona-Party ist? Ist dein Rachen richtig trocken? Lass ein Bier die Kehle rocken. Hauchzart ohne Haar ist auch zart. Man kann nicht wirklich sagen, dass Hitler nur böse war. Immerhin hat er Hitler getötet. Faulheitsregel Nummer 1. Solange du nicht Diabetes Typ 3 erreicht hast, bist du auch nicht dick. Faulheitsregel Nummer 2. Ist die Strecke länger als das Auto, wird gefahren. Heidi Klum nennt ihre Brüste jetzt Hans und Franz. Mach ich jetzt auch. Meine Hoden heißen Tick, Trick und Track. Damals, als Pranks noch Streiche hießen und Influencer noch Arbeitslose waren. Scheiße. Noch schnell ein Foto machen vom ausgemachten Herd, damit ich nicht schon wieder aus dem Urlaub zurückkommen muss, um nachzusehen. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr dick seid, dann lasst euch von einem Kindergartenkind zeichnen. Wo füllt man eigentlich beim Thermomix die Grillkohle? Wo füllt man eigentlich beim Thermomix die Grillkohle ein?
Habt ihr eigentlich auch immer eine Tüte Schamhaare dabei, die ihr bei euren Freunden auf dem Toilettensitz verteilt? Mein bester Freund schon. Carpe diem als Wandtattoo. Und du weißt sofort, hier wird RTL 2 geguckt. Die letzte Durchsage auf der Titanic. Wir nominieren nun alle Besucher für die Ice Bucket Challenge. Ich habe mir selbst die Haare geschnitten und jetzt sehe ich so aus, als hätte ich mir selbst die Haare geschnitten. Das Wetter in Deutschland gibt 50 Shades of Grey eine ganz neue Bedeutung. Frauen sind wie Schneeflocken. Einzigartig, schön und saugefährlich, wenn sie sich auf der Straße befinden. Babys. Klein, fett, ohne Haare, ohne Geld und trotzdem lieben die Frauen sie. Die wahre Intelligenz des Menschen zeigt sich auf einem Parkplatz ohne Markierung. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, es sieht sehr schlecht für uns aus. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich die Bremsenergie der Straßenbahn zum Aufstehen nutze. Ananas besteht zu 50% aus A. Wer übrigens keine Lust hat, die Hamsterkörper selbst zu erledigen, der kann vorgefertigte Boxen nehmen. Auf www.xhamster.com. Zwinker. Ich fand Billard immer voll langweilig, aber dann habe ich herausgefunden, dass man das Dreieck vorher vom Tisch nehmen muss. Der Witwer zum Pfarrer. Ich möchte meine Frau auf dem Bauch liegen begraben lassen. Warum denn das, mein Sohn? Naja, sollte sie nur scheintot sein, gräbt sie sich nach unten. Habe mir heute Morgen einen Kaffee aufgesetzt. Mann, sah ich bescheuert aus. Ich entschuldige mich nie. Sorry, aber so bin ich nun mal. Für gutes Kopfkino ist bei dir einfach die Leinwand zu schmal. Meghan und Harry kommen schneller aus der Royal Family, als ich aus meinem Vodafone-Vertrag. Es reicht mir nicht, etwas zu töten und zu essen. Ich will, dass es zerstückelt in seinen eigenen Darm gepackt wird. Wer hat die Packung Idioten offen gelassen? Keine Ahnung, wie viele Kekse man braucht, um glücklich zu sein. 37 sind es schon mal nicht. Ich hasse es, wenn ich im Meer schwimme, mir ein Hai mein Bein abbeißt und das dann wiederum andere Haie anlockt. Denken Krabben eigentlich, dass wir seitwärts laufen? Mami, dürfen wir jetzt gleich mit Opa spielen? Nein, Kinder, der Sarg bleibt zu. Wir sind Helden, wir sind Diebe, angeklagt wegen Hochverrat an einer Idee, die seit Jahren tot ist und die man längst beerdigt hat. Wir sind Helden, wir sind Diebe.